bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Buenos dias vom Camping Orion in Orion. Ja, wir fahren jetzt weiter. Wetter ist leider nicht so toll. Es regnet immer wieder kräftigst. Wir haben 15 Grad. Wir haben uns für heute zwei Campingplätze und einen Stellplatz ausgesucht. Die Straßen werden heute wohl eher anspruchsvoll. Ja, da braucht dann halt eine kleine Strecke schon sehr viel Zeit. Ja, wir werden mal gucken, wie uns dann die Campingplätze bzw. Stellplätze gefallen und wie die Straßen so in Wirklichkeit sind. Und was uns so unterwegs so begegnet. Ne? Ihr seid wie immer live dabei. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Guck mal, mein Baum, wie es aussieht. It's schon irre, die Landschaft hier. Sehr grün. Sehr bergauf, bergab. Da hängen noch Trauben dran, blaue. Ah, wir hatten gestern auch einen guten Wein, ne? Stefan hatte den ausgesucht, der war lecker. Am Bordeaux, ne? Ich weiß nicht mehr, der war auf jeden Fall gut. Ja, die LKWs, die machen sich hier manchmal immer ganz schön dick. Brauchen anderthalb Spuren, ne? Aber hier wird ganz schön viel Wein angebaut. Scheint also hier eine gute und milde Lage zu sein. Von den Bäumen her seht ihr ja selbst Laubbäume hier. Wir haben auch schon den einen oder anderen Esskastanienbaum gesehen. Die sind auch reif zurzeit, aber leider keine Möglichkeit da zum Anhalten. Wenn man da anhalten könnte, wären bestimmt auch schon andere da gewesen. Da hätten sie aufgesammelt, aber ich würde es dann wenigstens mal probieren. Ich hoffe, dass man sie hier wenigstens vielleicht kaufen kann, wenn man sie schon nicht selbst sammeln kann. Würde ich mich drauf freuen. Oder sag mal, freue ich mich drauf. Ich habe auch für Esskastanien extra ein Rezept in der Pfanne, wie man die da machen kann. Ich hoffe, wir bekommen auch welche. Ja, ein schönes Flüsschen mit einem verlassenen alten Gebäude dran. Wahrscheinlich ein Fabrikgebäude, wie es aussieht. Ein altes. Hier sind schon Palmen. Unten ist noch ein Haus, hier mal so für den Baustil so zu sehen, der hier so ist bei den Häusern, die neu gebaut werden, die Häuser in den Städten, die sind einfach gesichtslos, die könnten irgendwo stehen, also so Gesichter wie bei den älteren Häusern, dass sich das hier die Gegend auch in der Architektur widerspiegelt, hat man in den Neubauten, in den Städten leider nicht mehr. Aber guckt mal den Blick darüber, hey, Wahnsinn. Irre. Also landschaftlich lohnt sich das hier, die Landstraße zu fahren, nicht über Autobahn, aber es ist anspruchsvoll. Ich kann hier gut gucken. Bei Stefan ist das nicht so schön. Ne? Er muss sich hier sehr konzentrieren und sieht wenig. Ein bisschen schon, ne? Ein bisschen was, oder? Ja, ein bisschen was sehe ich schon, ja klar. Ja. Aber toll. Ist auch fürs Fahrzeug anstrengend. Ja. Sieht sich auch ganz schön steil teilweise. Sprit rein, ja, dementsprechend. Ne? Ja, es geht ganz schön auf und ab hier. Ganz
schon Steigungen und Gefälle. Man kann natürlich auch Autobahn fahren. Sieht man halt weniger. Ja, hier wieder. Boah. Hier hat man immer Blicke neben raus. Wahnsinn. Wahnsinn, die Berge, das Meer, irre. Scheint ja momentan auch mal die Sonne wieder, wie schön. Toller Blick darüber. Wow, ich sehe wieder einen Blick. Wahnsinn, guck mal die Wellen da unten, irre. 7% Gefälle aber hier. Jetzt kann es schon runter. Uiuiui, ist das ein toller Blick. Hier, ganz schön Wellen. Stefan kann es leider gar nicht so sehen, aber vielleicht auch im Video dann noch ein bisschen hier. Schon ein toller Blick hier. Darunter. Erinnert mich so ein bisschen an Highway Number One. Ja. Oh, Wahnsinn. Eine Talsperre. Uiuiui, ist das ein Blick. Klasse, da lohnt sich das doch, keine Autobahn zu fahren, ne? Bei dem Blick hier. Unglaublich. Da drüben die grünen Berge als Kontrast zu dem blauen Meer. Sieht das toll aus. Ja, die Städte sehen hier schon ein bisschen anders aus, ne? Als in Frankreich noch. Kleiner Hafen da unten. Hier ist sicher die Altstadt hier hinten noch. Aber, ja. Ihr seht es ja selbst. Kirche da oben, Häfelchen da unten. Eben noch am blauen Meer, jetzt sieht es wieder aus hier, als sei man irgendwo im Schwarzwald oder im Allgäu gelandet, landschaftlich und auch von den Häuschen. Die Unterschiede hier sind schon krass. So, grandiose Landschaft hier. In der Burg da drüben. Aber eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke. Wenn ihr untermotorisiert seid, könnt ihr die nicht fahren, definitiv nicht. Hier sind so viele Steigungen und Gefälle, also ja, das ist schon heftig. Und sehr schmal zum Teil die Straße. Also die hier jetzt nicht, aber gerade die wir eben gefahren sind zum Beispiel. Ja, aber der Blick hier, Wahnsinn. Wir stehen jetzt hier auf einem Campingplatz. Man sieht, wir passen da gerade so rein. Da kommt Stefan hinterm Waschhaus vor. Ja, da war ich eben gerade drin. Duschen, die sind sehr einfach mit dem Duschbecken. Und da oben kommt schon wieder eine dunkle Wolke. Also alles schon älter. Ein Haken zum Aufhängen, keine Ablagefläche. Aber alles blitzblank, also wirklich sehr sauber, ja. Also das Sauberste, was wir bis jetzt auf der Reise hatten, muss man sagen. Da runter geht es zum See und da werden wir jetzt uns gleich mal hin. Vielmehr zum Meer, nicht zum See. Nee, zum Flüsschen. Zum Flüsschen. Ja, zum Delta, Flussdelta, ne? Genau. Das, man sieht, es hat eine tolle Farbe. Da werden wir uns jetzt gleich mal näher betrachten. Ja, wir stehen hier an dem Flussdelta von Flüsschen. Mundakako in Zakao oder sowas. Genau, ich spreche den Namen, also wir schreiben es einfach nochmal drunter. Ja, wie ihr seht, sieht sehr schön aus. Ist sehr windig, wenn man sich umdreht. Seht ihr hier tolle Berge im Hintergrund und der Campingplatz, auf dem wir sind, heißt,
Akita. Akita, ja, Akita. Also, das Bett hier, wir fühlen uns wohl bis jetzt. Werden wir auch ein bisschen länger, wir haben jetzt gerade nachgebucht. Ja. Nochmal zwei Nächte nachgebucht, also hier werden wir drei Nächte bleiben. Dann noch Wäsche waschen hier, Waschmaschinen. Und wie gesagt, das Waschhaus, das ist blitzsauber, ne? Alles schon ein bisschen älter. Also, ja, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, ja. Aber gepflegt. Aber gepflegt, ich sag mal. Gepflegt und blitzsauber. Die Retailleria, die hierbei ist, also dieser Restaurationsbetrieb, da ist, glaube ich, gerade ein Rentnerausflug. Da ist nur Rentner drin. Ist knallevoll. Ja, ist knallevoll. Ja, wir haben leider keine Karte oder sonst irgendwas angeschlagen. Würde mich schon mal interessiert. Aber alte Erfahrung aus Deutschland, wo Rentner sind, da ist meistens gut. Ungünstig. Ungünstig, ja. Ja, werden wir vielleicht mal testen die nächsten Tage. Wir schauen, wie sich das so ergibt. Ja, auf jeden Fall werden wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen zum Spazieren auch machen, hier an der Flussmündung entlang. Mal schauen. Boah, ist das nicht ein tolles Landschaftsbild hier? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Stefan hat gerade überlegt, wie die Leute hier wohl zu ihren Booten kommen. Ob die schwimmen müssen. Vielleicht sind auch die vorderen Boote mit den Leinen dafür da. So eine Leine rüber, dass dieses, was ja schon mit Wasser voll ist, so ein bisschen, gehört bestimmt zu dem anderen da. Dem Motorboot, das holen die rüber und ziehen dann darüber und fahren dann weg, vermute ich ja, mal. Ja. Ja. Das würde Sinn machen, ne? Ja. Man hört, es ist sehr, sehr windig. Ja, Leute, ich muss ein bisschen lauter sprechen. Toller Blick hier. Man könnte auch meinen, wir sind irgendwo in Schweizer oder italienischem Bergsee. Ja. Aber das sind wir nicht. Das ist Nordspanien, Baskenland. Ja. Und da geht die Flussmündung raus ins Meer. Da sind heute ganz schön alle ordentliche Wellen, die da reinkommen. Sieht schon toll aus. Ist auch verdammt stürmisch. Sieht ja mal davor, die Haare fliegen da hinten. Ich muss mein Toupet festhalten. Ja, damit das nicht auch durch die Gegend fliegt. Ich habe gar keins. Schön. Schöne Ecke. Da drüben ist Bormio. Da gibt es wohl auch einen Campingplatz. Aber dahin zu kommen, hätte man einmal um die ganze Bucht fahren dürfen. Schon ordentlich. Ja, die Gebäude sehen teilweise schon so ein bisschen italienisch aus, finde ich. Im Stil. Spanisch halt. Ja, das ist mir spanisch. Vorne gibt es noch mal ein Restaurant, da waren wir jetzt aber noch nicht. So, ihr zwei. Stefan und ich, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Und ihr passt ja schon auf das Wohnmobil, ne? Dass ja nichts passiert. Was sagst du, Leo? Der sagt, oh Mann, oh, immer nur geht ihr spazieren. Ja, ihr könnt heute Abend ein bisschen raus, ne? Passt schon auf. Hola! Camping Alcetta in Ibarangulo. Ja, oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung von der spanischen Aussprache, gar keine. Wir hatten hier schöne drei Nächte. Also war nett hier. War auch weitestgehend ruhig. Also von der Umgebung her, ja. Manchmal. Ziel um 10.06 Uhr. Spanier, die erzählen halt mehr, ne? Wenn es abends noch warm ist, dann sitzen die auch gerne mal draußen. Aber ich denke, das hat jetzt nichts mit dem Campingplatz speziell zu tun. Es ist einfach so ein bisschen andere Mentalität.
Aber uns hat es gut gefallen, auch dieses Delta hier, das war sehr schön, mit so einer Promenade zum langen Gehen. Also war eine schöne Zeit hier. Ne? Aber jetzt sagen wir euch erstmal ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut so lange. Schaut mal, hier ist heute Ebbe. Sieht ja krass aus. Ja, vielleicht noch ein Nachtrag zu dem Campingplatz. Also, zu der VE-Situation. Also man kann Frischwasser auffüllen mit der Kanne. Man hat also keine Anschlussmöglichkeit, wo man mit dem Schlauch dranhängen kann. Für die Grauwasserentsorgung hatten wir einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen mit einem nahegelegenen Stellplatz, wo man dann angeblich Grauwasser kostenlos entsorgen kann. Ist ja schon mal ein Umstand, dahin zu fahren, sind ungefähr so 10 Minuten oder so vom Campingplatz aus. Ja, und dann kam man dahin und da ist eine Schranke vor. Also es hätte 12 Euro gekostet. Wahrscheinlich haben sie da einen Riegel vorgeschoben, weil die auch gesagt haben, wir zahlen nichts und alle entsorgen Grauwasser. Also es ist nicht möglich. Insgesamt hat uns der Campingplatz sehr gut gefallen und vor allen Dingen die Sanitäranlagen waren wirklich blitzsauber. Da war auch den ganzen Tag jemand, der immer wieder geputzt hat. Aber insgesamt 30 Euro für das, was geboten wird, dann doch ein bisschen viel. Ne? Die Lage ist wirklich toll und es ist sehr entspannt. Die Stellplätze sind auch, wenn es regnet, relativ matschig. Also man schleppt sich viel Dreck mit ins Wohnmobil rein. Man kann da auch keine Matte oder so hinlegen, weil die würde im Matsch dann versinken. Ja, das war noch so dazu. Also insgesamt hat es uns gut gefallen, nur sollte vielleicht der Preis, da sollten wir ein bisschen dran arbeiten. Stefan hebt gerade den Finger, der möchte auch noch was sagen, ja? Ja, ganz kurz. Die Stellplätze sind auch relativ klein. Also ich sag mal, ich habe jetzt mit unseren 7,63 Meter so gerade hingepasst. Hatte zum Zelt, was der fest aufgebaut war, vielleicht noch ein Abstand von 10 cm, 15 cm nach vorne, vielleicht noch so 20, 30 cm. Also das sind höchstens 8 Meter Tiefe. Und wenn es 6 Meter Breite waren, würde ich sagen, war es viel. Und man muss sich dann zwischen Bäumen quetschen. Also das ist schon alles recht beengt auch. Das sollte man auch noch dazu sagen. Ja, auch der Weg, also für die Anfahrt, ne, wenn man zu einem Stellplatz sind, die sind auch relativ eng, aber auch auf den meisten Campingplätzen ist jetzt also keine Ausnahme. Die sind einfach alte Campingplätze, die sind jetzt nicht unbedingt für Wohnmobile angelegt, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ist schon eine Rangiererei und wenn man das nicht so gut kann, wie Stefan das jetzt mittlerweile kann, ja, da hat man ein Problem, ne? Kriegt man Schweißperlen auf den Stirn. Ja, genau. Das ne? ist schon nicht ganz einfach. Ja, unser Nachbar jetzt gerade hier war ein Franzose. Der war jetzt froh, dass wir weggefahren sind, dass er rauskam. Er hatte Angst, dass er sonst überhaupt gar nicht rauskommt aus seinem Platz. Dann wieder, obwohl er super eingeparkt hat, ne? Aber ja. Naja. So ist es. Ja, das jetzt noch mal als kurzen Nachtrag zu dem Campingplatz. Aber nach wie vor das positive Gefühl überwiegt. Also war halt ein sehr freundlicher Empfang und halt auch diese Bucht, diese schöne Bucht und mit den Bergen außenrum. Also man hat sich da einfach wohlgefühlt, ne, an dem Ort. Wenn jetzt der Preis noch ein bisschen angepasst wäre, dass man sagt, okay, zu der Leistung, das passt, ne, dann wäre das top, aber der Campingplatz ist voll. Die müssen es nicht anpassen, die Leute kommen zu dem Preis. Ne. Also, ja, der hat jetzt auch bald nur noch am Wochenende auf, ne. Der schließt jetzt bald. Ja, der schließt Ende Oktober und dann macht er immer nur für die Wochenenden offen, von Freitag bis Montag, morgens 9.30 Uhr. Thank you.
like a bird on a tree. I'm just sitting.